Hallo ihr Katzen, holt eure Angeln raus oder die Krallen oder irgendwie was anderes. Meine werten Damen und Herren, es wird wieder Zeit für die Katze, die angelt. Und zwar bin ich das. Ich bin eure Lieblingskatze. Meine werten Damen und Herren, es ist wieder soweit. Wir kaufen uns ein neues Boot. Und zwar das 720.000 $ Boot, das Luxusboot. Da haben wir tatsächlich nochmal was anderes. Und zwar haben wir nämlich hier die Möglichkeit, noch weiter zu kommen. Und ich habe euch in der letzten Folge versprochen, ich werde es versuchen, ein weiteres Mal, diesen kleinen Schwertfisch zu fangen. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe herausgelesen, wie man den Schwertfisch fangen kann, ja. Was ich herausfinden möchte übrigens, kann ich so einen dicken Fisch wie den hier, wenn ich da einen Haken dranhänge, kann ich damit angeln? Nein, kann ich nicht. Er kann natürlich, er beißt da immer ab und dann ist er direkt wieder weg. Finde ich sehr schade. Es ist sehr schwierig, einen noch größeren Hook hinzubekommen, weil ich habe das Gefühl, es gibt noch riesigere Fische, aber irgendwie kann ich da nicht so richtig was hinbekommen. So. Komm schon. Nein. Upsa. Okay, ich habe wieder neue Rod-Upgrades bekommen. Wir müssen wieder mal große Fische fangen, damit wir hier tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr Experience bekommen. Aber dafür müssen wir weiter hinaus in die riesige Ferne. Deswegen können wir hier schon mal ein bisschen upgraden mit einer Bombe und natürlich auch mit einer Rakete. Ich weiß nicht, können wir sogar noch eine Rakete? Nein. Wir können noch eine Bombe? Nein. Okay, gut. Wir nehmen es jetzt erstmal so, wie es ist. Wir haben auf jeden Fall ein Luxusboot und mit dem Luxusboot sind wir jetzt noch weiter in der Lage zu fahren. Letztes Mal hatten wir ja dieses Geisterboot, wo es dann nachts auch dunkel geworden ist. Das Problem ist aber, wenn es dunkel wird, dann sieht man gar nichts mehr. Und ich habe noch keine Lampe, okay? Letztes Mal war es nämlich hier schon Schluss und jetzt können wir tatsächlich noch weiterfahren, um vielleicht nochmal diesen einen Typen zu finden, der mir hier das Leben zur Hölle macht. Also, wir haben übrigens auch die Möglichkeit... Oh mein Gott, okay. Oh, da wird jetzt ein Gelben gefangen. Mal gucken. Ist das ein Leofisch zufälligerweise? Weil wir müssen nämlich einen Leofisch fangen. Ey, guck mal, da wieder so ein Gelber, so wie wir ihn kennen. Und der Leofisch hier, der scheint ganz schön gefährlich auszusehen und die scheinen ganz schön hungrig auf so einen Leofisch zu sein. Wir checken mal aus, was das für einer ist. Wir haben hier gefangen einen Spinefish. Okay, nicht übel. Da können wir schon mal wieder einen Hook dranhängen und eine Bombe. Upsi. Und da haben wir wieder einen kleinen Fehler gemacht. Rakete. Und let's go. Okay, Hook ist dran. Wir haben alles dran. Wir fahren bis zu diesem Endstück so. Und dann können wir mal gucken, wie weit wir jetzt kommen und was wir da hinten antreffen können. Wir haben schon die beste Angel. Uns fehlt nur so der Kompass. Oh mein Gott, was war das für ein Vieh? Okay. Ich hoffe, mal gucken, was haben wir da? Oh, das sind so rote Dinger. Okay, lass mal so einen roten mitnehmen. Oh mein Gott, was ist da für ein Riesenhai? Das ist ja ein Torpedohai, oh, what the Fisch. Okay, das ist wirklich ein riesiger Fisch. Wir holen jetzt erstmal nur diesen roten Fisch hier raus. Ich glaube, das ist wieder so ein Fisch, den wir nicht weiter angeln können, sondern der sozusagen ein Swaller. Okay, ein Swaller. Das Problem ist, ich würde gerne weiter chain fish without recasting and hook most huge fish. Okay, also im Prinzip können wir den eigentlich schon wieder... Komm, wir legen den bei uns hinten drauf, dann haben wir den dabei. So, mal gucken. Wir nehmen jetzt einfach mal hier wieder einen Hook drauf, eine Bombe drauf und eine Rakete und hauen mal wieder raus. Mal gucken, ob wir nur mit dem Hook was Gutes hooken können. Weil es kann vielleicht sein, dass wir nicht immer diesen einen ganz besonderen Fisch brauchen, ne? Wir gehen einfach mal runter und gucken mal, was da möglich ist. Oh mein Gott, was ist das für einer? Das sind so kleine. Das verzieh dich mal. Oh mein Gott, was ist das für einer? Hey, kommt her. Oh mein Gott, was habe ich da? Habe ich den an der Angel oder was passiert da? Nein! Nein, need bigger bait stand dran. Oh Mann, da ist dieser Riesenfisch. Okay, wir müssen also erstmal, bevor wir diesen Riesenfisch fangen, müssen wir doch nochmal einen kleinen Bait haben. Komm schon, wie tief können die denn schwimmen? Wie tief schwimmen die da? Da, nimm mich. Perfekt. Hör auf! Was? Hat er nicht gemacht? Der hat einfach seinen Kleinen beschützt. Ich glaube, ich habe dem sein Kind oder sowas gerade gefangen und der hat mich einfach befreit. Oder er hat ihn befreit. Da ist wieder der Dings. Okay. Da ist wieder der Schwertfisch. Okay, Leute, da ist der Schwertfisch. Und ich sag euch, ich weiß, wie man den Schwertfisch fängt. Der Schwertfisch mag nur eine einzige Sorte an Fisch. Nur eine einzige. Und das ist übrigens der Pufferfisch. Okay? Das bedeutet also für uns, wir müssen irgendwo... Guck mal, ich kann jetzt hier nochmal kurz... So, einmal hier runter, das Ding. Und dann hier wieder hoch. So, dann nehmen wir uns hier nochmal Middle Bait. So, dann nehmen wir uns so einen grauen hier mit. Bitte mitnehmen. So. Das Ding ist,
Wir müssen einen Pufferfisch fangen. Wir brauchen einen Pufferfisch und wir können diesen Pufferfisch dann dementsprechend verwenden, ne? Um diesen Naseweiß da zu fangen, ne? Der Gute. So, lass mal hier kurz ein bisschen weiter runtergehen. Mal gucken, was wir da so finden können. Oh Mann. Nein, hör doch auf! Jetzt haben wir so einen blauen hier einfach gefangen. Ich glaube, das ist auch wieder so ein mittlerer. Okay. Ah, der Sparrow. Okay, ist auch nicht schlecht. Wir gehen mal weiter raus und gucken mal, ob wir hier vielleicht doch nochmal einen Pufferfisch finden können. Okay, Leute, ich habe einen Pufferfisch. Ich habe hier jetzt einen offiziellen Pufferfisch. So. Und den kann ich jetzt... Hier! Beiß an! Wie jetzt? Der beißt nicht an. Beiß doch an! Das ist ein Pufferfisch, Mann! Warte mal. Ich brauche einen Big Hook. Big Hook. Komm jetzt her. Beiß doch an, Mann! Jetzt hat der andere hier angebissen. Ich fasse es nicht. Das war doch gerade ein Pufferfisch. Oder muss ich wirklich einen Pufferfisch selber fangen? Da ist ein Pufferfisch. So. Jetzt fange ich mal den hier. Das ist ein Snoutfisch. Den kann ich mal dazu packen. Wisst ihr, was ich jetzt aber mache? Ich hole mir hier nochmal einen Huge Hook. Jetzt gehe ich hier hin. So. Und ich werde jetzt an dem vorbeifliegen. Und da ist ein Pufferfisch. So. So, diesen Pufferfisch habe ich. Jetzt muss ich hier nur warten, ne? Bis der anbeißt. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja! Oh, okay. So funktioniert das. Du brauchst einen Pufferfisch. Und mit dem Pufferfisch, wenn der sich aufgeblasen hat, dann hast du den Swordfish. Dann hast du den. Weil der beißt nur an, wenn du einen Pufferfisch mit einem Haken zusammen hast, okay? Das ist die komplizierte Geschichte dahinter. Das ist das Schwierige gewesen. Oh mein Gott. Puh. Toll, aber trotzdem haben wir immer noch keine Quest erledigt. Ich wette, das war hundertprozentig eigentlich eine Quest, eine richtig schwierige Quest. Und was passiert? Ich habe es natürlich nicht hinbekommen. Egal. Egal. 400.000 haben wir jetzt wieder. Was bedeutet das für uns? Wir können uns kein neues Boot kaufen, ist aber auch nicht schlimm. Wir müssen zwei weitere Quests eigentlich schaffen, weil wir haben nämlich jetzt schon eigentlich fast jegliche Route freigeschaltet. Was wollen wir uns denn noch eine holen? Wir haben hier Flick und dann hier The Lowest Things at the Bottom of Your Cast, Maximum Death Increases per Fraud Level. So, mal gucken, was da passiert. Was passiert? Gehe ich jetzt bis an den Boden immer oder wie funktioniert das? Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt einen Anker sozusagen an meinem Ding dran, an meinem Haken. Der geht genau bis nach ganz unten durch. Oh, wisst ihr, was ich dafür... Ich kann etwas Besonderes damit machen, ne? Erstens, ich kann nach den Fischen sehen und gleichzeitig fahren, ja? Da kann man nur mal so sehen, was hier eigentlich so alles herumschwimmt. Da ist zum Beispiel dieser Hai, den brauchen wir eigentlich nicht. Ich brauche noch diesen Leofisch und Bulbfisch brauche ich noch wieder. Also wir haben jetzt einen deutlich schnelleren Abgang. Oha, das geht echt tief. Oh, hey, so einen wollte ich schon immer fangen. Jetzt habe ich endlich mal einen wieder gefangen. Skitter, ha? Ich wollte schon immer dieses Skitter fangen. Aber das hat immer so lange gedauert. Komm, Bombe dran. Dann gehen wir hier mit einem Huge Hook dran und mit einer Rocket. Okay? Jetzt fahren wir mal bis nach ganz vorne wieder und gucken mal, ob wir da jetzt was mit dem Anker auch kriegen können. Es gibt eigentlich möchte ich noch diesen einen Fisch fangen, der so leuchtet. Es gibt so einen Neonfisch, ja? Und dieser Neonfisch, der dürfte es eigentlich sein. Der müsste doch hier irgendwo noch herumschwimmen. So herumeiern dürfte der doch hier noch irgendwo. So, hier kann ich jetzt nichts mehr sehen. Da war ein Findet-Nemo-Fisch. Da war gerade ein Findet-Nemo-Fisch. Da sind diese Dinger, die immer beißen. Die zerbeißen mir immer die Schnur. Die will ich eigentlich auch nicht fangen. Oben ist wieder die Musik. Nee. Hm. Da habe ich wieder keinen guten gefangen. Da war wieder nichts Gutes dabei. Okay. Wir fahren mal weiter. Vielleicht kann ich doch so einen leuchtenden Fisch irgendwo finden. Aber ich habe den Schwertfisch schon mal gefangen. Das ist gut. Aber so einen Megafisch, das wäre schon echt nice. Ich habe jetzt nämlich schon eigentlich die Raketenbasis, die ist ja schon da. Wir haben die ja schon fast erreicht. Beziehungsweise wir haben die schon erreicht. Und wir sind ja kurz vorm letzten Boot. Das heißt also, irgendwas muss da sein. Wir müssen... Oha, jetzt sind wir schon weit. So, jetzt Rakete dran. Bombe ist dran. Huge Hook ist dran. Und let's go. Okay. Ordentliches Ding. So, diese gelben Dinger braucht keiner. Ey, jetzt habe ich wieder so ein Ding gefangen. Oh Mann, dich wollte ich doch gar nicht haben. So, egal. Wir können jetzt einfach, ist nicht schlimm. Wenn man den gefangen hat, kann man nochmal einfangen. Ich glaube, der Wurf war schlecht. Okay, so, Rakete dran.
Bombe dran, das Ding dran. Let's go. Können wir nochmal eine Bombe dran machen? Nee. Okay. Woo! Okay, war ein bisschen besser, aber immer noch schlecht. Wir gehen senkrecht runter. Wir ziehen nicht. Wir ziehen nicht. Oh, so einen hässlichen. So einen hässlichen kann man eigentlich fangen. Aber die sind langsam. Okay. Oha, was haben wir da? Da schwimmt was. Hier schwimmt auf jeden Fall noch was. Oh. Oh Mist, jetzt habe ich wieder so einen roten gefangen. Ah, Mist. Oh mein Gott, dieser gelbe da. Oh mein Gott, okay. Ja, kann ich den roten jetzt nochmal rauswerfen? Nee, gell? Den kann man nicht rauswerfen. Rod Upgrades. Okay, was haben wir da? Was haben wir? Nee. Your speed, real speed, didn't by right clicking. Ist eigentlich auch so ein bisschen. Was haben wir denn freigeschaltet? Stealth Bait, Rebate, Glitter Bait. All fish are more attracted to your lure. This stacks up to free time. Okay, das brauchen wir gar nicht. Okay, Leute, da bin ich wieder. Ich habe hier eine Mütze hochgeangelt. Hier ist eine neue Mütze. So. Okay, ich habe Choose a Hat, the other hat will be sold. Also all upgrades and attachments are 25% günstiger. Increases max active quests. Ne, wir machen das mit den Quests auf jeden Fall. Also ich habe gerade einen neuen Hut geangelt gehabt. Die kann man tatsächlich ganz gut angeln. Aber jetzt gerade... Oh, warte mal, lass mal hier so einen mitnehmen. So. Ich muss jetzt gerade wieder so einen Catfin fangen, damit wir hier mal eine Quest fertig haben. Wisst ihr, wie ich meine? Haben wir hier einen Catfin? Da ist ein Catfin! Komm her, Catfin. Komm her. So, das ist ein Catfin. Das ist ein Catfin, richtig? Ich dürfte sagen, das ist ein Catfin. Ja, yeah! Okay. So, jetzt haben wir ein Catfin und damit one more Quest noch. Oh, Mann. Okay, dann muss ich jetzt noch einen Leofisch fangen. Leofisch. Was ist denn ein Leofisch? Leofisch. Mann, die sagen das einem nicht. Leofisch, hier, so einer, so ein hässlicher. So ein hässlicher. Okay, Catfin, hinten rein. Das Nein! Oh, Mann. Okay. So, dann lass mal hier jetzt einen Leonfin hier fangen. Gucken wir mal, ob ich hier einen kleinen Leofin finden kann. Leo. Komm her, kleiner Leo. Das heißt ein Leo. Ich hab einen Leofin. Das ist doch einer. Das ist doch einer. Das ist doch ein Leofisch, oder? Ein Leofisch! Ja, Mann! Okay, so. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, ne? Jetzt können wir uns... Unlock for 5000. So. Jetzt können wir die Minimap endlich sehen. Ja, meine Güte. Oha! Da oben links. Seht ihr das? Das Bild. Okay. So, jetzt haben wir mehr... Jetzt haben wir... okay. Jetzt können wir mehr sehen. Seht ihr das? Hier. Wir haben jetzt die Möglichkeit, egal, der hat mir jetzt meinen Hook gefressen, aber wir haben jetzt so eine kleine Minimap. So eine kleine Minimap, die werden wir benutzen. Die werden wir aber richtig benutzen. Und zwar werden wir jetzt, oh Mann, Mist. Also ich kann jetzt sozusagen sehr gut ein bisschen herausfinden, wo ich eigentlich hingucken muss. Das Problem ist aber, ach, die Helligkeit ist nicht gut. Aber guck mal, den hier haben wir. So, zack, ein Tappy. So, ein Tappy haben wir jetzt auch. Wisst ihr was? Wir holen uns nochmal kurz neue Quests und dann schießen wir jetzt nochmal einmal raus und machen jetzt mal mit der Minimap, werden wir jetzt nochmal versuchen, einen Brecher zu fangen. Jetzt wird's langsam Zeit. Ich schwimme bis zum Ende durch. Bis zum Ende. Und nächste Folge werden wir dann das letzte Boot freischalten. Dann gucken wir mal, was so möglich ist. Ich versuche jetzt den besten Wurf, den ich jemals gemacht habe, okay? Mit der Minimap zusammen versuchen wir jetzt mal einen richtig dicken Brummer rauszuholen. Let's go! Oh, guter Wurf, guter Wurf. Okay, wir gucken auf die Minimap. Okay. Nichts, nichts. Oh mein Gott, da habe ich wieder einen falschen Fisch. Einfach Mist. Okay. Nein, okay. Da ist einer. Komm schon. Komm, beiß an. Beiß doch an! Oh, Mann! Okay, jetzt habe ich so einen gelben gefangen. Okay, nicht schlimm. Nicht schlimm. Da war ein Dragonfish. Da war der Drachenfisch, sage ich euch. Da war er. Ich habe ihn gesehen. Okay, jetzt ein hoher Wurf. Wenn wir den Dragonfish sehen, muss ich direkt Rechtsklick drücken, ne? Dragonfish. Dragonfish. Bisher noch kein Dragonfish.
Okay, kein Dragonfish bis jetzt immer noch nicht. Da sind diese Häseligen. Die Häseligen brauchen wir nicht. Wir brauchen den Dragonfish. Ganz miese Geschichte. Wir hatten den Dragonfish fast. Oh. Okay, egal. Nochmal Rakete dran. Bombe dran. Und okay, ist ein weiter Wurf wieder geworden. Vielleicht treffen wir ihn wieder. Dragonfish? Dragon? Komm schon, Dragon. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen in die Tiefsee. Wir gehen ganz in die Tiefsee. Wir gucken, was passiert. Irgendwann muss jemand anbeißen. Oh mein Gott, ich glaube, es ist gerissen. Irgendwas da unten, ne? Ich habe nur noch eine Bombe. Da ist der Hai. Den Hai könnte man eigentlich auch holen. Der Hai ist eigentlich, den haben wir noch gar nicht. Mist, ich habe jetzt nur noch eine Bombe dran. Schaut euch das an. Der Köder ist weg. Da unten ist irgendwo ein riesiges Monster, was in der Lage ist. Oh, guck mal da. Oh mein Gott. Warte. So ein hier habe ich noch nicht gehabt. Guck mal, lass mal bei dem Riff hier angeln. Lass mal beim Riff angeln. Ich glaube, da können wir einen guten rausholen. So. Kommt her, ihr Kleinen. So. Hier so ein Lionfish. Komm her, Klein. Oh mein Gott. Oh Mist. Jetzt ist das Ding wieder gerissen. Mann. Aber den Dragonfish kriegen wir auch nicht, ne? Mist. Okay, meine werten Damen und Herren, wir haben den Dragonfish gesehen, diese Folge. Aber hat leider nicht ganz geklappt. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut im Shop vorbei. Dort gibt es die What the Fish-T-Shirts, falls ihr echte Angler seid. Und wir sehen uns wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.